Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 3 in einer neuen Folge in der Pixel Remastered Version. Ja, wir starten am Titelbildschirm, das ist äußerst untypisch, sag ich mal, aber es liegt einfach daran, wir haben den letzten Kampf leider ein bisschen vergeigt und deshalb werden wir kurz vor dem Tempel wieder laden. Es hat einfach den Grund, weil ich muss nämlich, ich werde meine Berufe das erste Mal wirklich ändern müssen, ja. Weil ich brauche mehr Zauberer. Ja, wir könnten eigentlich so einen Rotmagier nehmen. Wobei Rotmagier das Problem ist, der hat relativ wenig Magiepunkte. Also wir werden wirklich Schwarzmagier nehmen. Da werden leider die Ausrüstungsgegenstände entfernt, aber ist ja egal. Ich würde aber sagen, wir belassen es dabei. Jean-Luc bleibt weiter Mönch. Weil ich denke, ein weiterer Magier sollte reichen. Hoffe ich zumindest. Müssen wir nur schauen, dass wir auf jeden Fall Zauber kaufen können. Oh, das ist ja schön. Jean-Luc schläft gleich. Das startet ja perfekt. Ja, weil wir haben nämlich wirklich das Problem, dass wir viel zu wenig Zauber haben, sage ich mal. Viel zu wenig Magiepunkte. Ich kann mir auch nicht... Ach, verdammt, der hat ja wieder... Oh, aber der hat 14 Magiepunkte schon in der ersten... Also in der Stufe, die er hat. Das ist ja toll. Ich dachte immer, das ist abhängig von der Berufsstufe. So, jetzt war nur die Frage. Da hatten wir... Wo war denn dieser Laden? Der war da, ne? So... Der hatte Zauber. Ja, genau, sehr schön. Okay, ich würde sagen, wir nehmen einfach Feuer. Komm, wir nehmen Feuer einmal mit. Und in Stufe 2 nehmen wir auch mit zum Blitzding. Ja. Ich hoffe, das reicht. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt... Oder weißt du was? Wir werden jetzt Jean-Luc jetzt auch auf Zauber umstellen, aber auf Rotmagier. Ja. So. Wir ändern das nachher wieder. Das ist jetzt nur temporär. So, der Rotmagier, also Rotmagier kann prinzipiell alles lernen. Also der hat prinzipiell, kann... Also nee, der hat... Was? Der hat keine MP? Warum hat der keine MP? Hä? Warum hat der keine MP? Achso, die haben erst MP, wenn ich ihnen Zauber lerne, oder was? Ja, okay, gut, dann bekommst du jetzt hier, guck mal. Einmal Feuer und einmal Blitz. So. Jetzt hat er auch MP. Achso, ich muss zuerst einmal schlafen. Okay, so war das. Aber blöd, dass ich hier jetzt auch... Okay, dann kann ich aber hier tauschen mit Cloud. Nämlich nicht alle... Ach, ich will... Kann ich die nicht einzeln tauschen? Das heißt ablegen? Wenn ich den ablege, heißt das dann, dass er ganz weg ist oder dass ich dann einen Knubbel wieder bekomme? Nö, dann bekomme ich einen Knubbel. Okay, Jean-Luc, du bekommst das wieder. Ja, das passt so. Gut, dann machen wir eins noch. Komm, dann kaufen wir uns nochmal. Ist ja okay. Kaufen wir uns... Oder ich kaufe mir Eis. Ich glaube, dass es egal ist. So. Und einmal Blitz für Cloud. So. Gut. Ja, dann müsste das eigentlich... Müsste das eigentlich hinhauen. So. Und ich bin so froh, dass es diesen... Was? Oh! Wir haben nicht genügend Geld, um hier zu übernachten. Das ist natürlich ganz doof. Da müssen wir schauen. Eisenpfeil verkaufen wir einen. Im Großbunker können wir auch einen verkaufen. Dann müssen wir gleich wieder genügend Geld haben, ne? So. Ich bin so froh, dass es dieses Optimal-Anlegen gibt bei den Waffen. Weil wenn ich da jedes Mal mir überlegen müsste, was ist denn jetzt gut und was ist schlecht für die Character, boah, da würde ich wahrscheinlich durchdrehen. So. Vor allem ich, der ja Micromanagement liebt, genau gar nicht. So, okay, speichern. Dann speichern wir diesmal hier. So, ich meine, ich könnte wahrscheinlich auch hier mit dem Schiff... Nein, nicht so. Mit dem Schiff... Oh, was? Verdammt! Huch! Ich wollte das nicht! Nicht gegen den Nepto-Drachen kämpfen. Ich wollte das wirklich. Ja, okay, greif mal an. Wir sind eh tot. Das haben wir ja ganz gut hinbekommen. Ich greife mal an, ne? Habe ich gespeichert? Ich hoffe ja doch, dass ich. Habe ich schon gespeichert. Ja. Oh nein, die Gruppe wurde besiegt. Heieieiei. Ich dachte, ich kann zumindest bis zum Tempel fahren. Ja, offensichtlich ja nicht. Gut, wir lassen das Boot, wo es ist. Man sollte manchmal vielleicht einfach auf Sagen und Legenden hören. So.
Also dann, einmal verwichten. So, auf das ganze Team. Sehr schön. Gut, und rein da. So, ich könnte jetzt, ehrlich gesagt, auch bei den Kämpfen einfach abhauen. Ich werde jetzt auch abhauen, glaube ich, weil ich muss echt die, ich muss die Magiepunkte sparen für den Endboss. So, wir nehmen natürlich hier die Sachen mit. Panzerrüstung und Panzerhelm für... Oh, Cloud hat... Ah, stimmt, Cloud hat ja, genau, das hätte ich ja bald vergessen. Habe ich bei Cloud nicht, ob die... Ich habe keine Ahnung. So, wir fliehen wieder und tschüss. Ich finde es so lustig, dass da wirklich die Kampfmusik anders ist. Das ist, oh, diese kleinen lieben Details, ja. So. Bitte nochmal abhauen. Was? Boah, Cloud... Was? Jetzt ist der Ver... Oh Gott, Cloud. So, hier nochmal heilen. Das wäre es jetzt, wenn ich bis zum Hinlaufen schon tot werde, ja? So, jetzt aber. Wir werden trotzdem kurz davor schnell speichern, weil jetzt müsste es eigentlich ohne Probleme gehen. Oh, riesige Ratte. Ich werde euch das kugellustige Glänzdings nicht geben. So, das werden wir dann schon sehen. Dann machen wir hier mal Blitz. Du machst gar nichts, ja? Weil du musst dann auf jeden Fall heilen. Entsprechend. So, du machst... Ach, schau, da haben wir das auch. Du machst Feuer. Und du machst... Nee, haben wir da jetzt... Moment, du machst natürlich auch Blitz. Und dann fangen wir schon mit den starken Zeug an. Feuer. So. Feuer. Action-Mucke, Action-Mucke. So. Gut, also da haben wir eh nochmal Blitz. So, du musst auch nochmal angreifen, dann, weil wir haben noch nichts zum Heilen. So, und hier haben wir... Gut, dann würde ich sagen, hier... Ich könnte auch blind... Nee, erteilt Schaden und bewegt Gift. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Nehme ich lieber Blitz. So. Gut, Bud Spencer muss ich nächstes Mal selbst heilen. So. Gut, machen wir nochmal Blitz. Wahrscheinlich wäre Eis auch günstiger, aber naja, hier so mitdenken ist ja nicht so meins, das wisst ihr ja mittlerweile schon. Ja, ja, mach ruhig auf. Boah, Gott sei Dank hat das nicht funktioniert, sonst wäre Bud Spencer tot. Weil das ist das Fiese, die halten nicht mal zwei Angriffe aus von dem Gegner. So. Feuer und dann machen wir da nochmal. Ich glaube, Eis ist ganz gut in dem Fall. Oh! Ja, das war jetzt sehr einfach. Irgendwie. So, okay, Berufsstufen sind gestiegen, das ist schön. Nur ich werde die Berufe natürlich dann gleich mal ändern. Das Nepto-Auge erhalten. Ja, das ist ja toll. Sagen wir sonst noch irgendwas? Fehlt da noch was? Ich wollte eigentlich die Karte. Ja, ein weiteres Item bekommen wir noch. Gut, jetzt haben wir das Nepto-Auge. Jetzt glaube ich, kann ich mich dann, sobald ich da raus bin, kann ich mich wohl entwichten. So, ich fliehe wieder. Weil das braucht keiner. Hier diese Kämpfe. Spock ist eh schon wieder. Eher so am Sterben. Oh Gott, das ist der vergiftet auch noch. So. Schnell raus da. Und ich hoffe, dass ich den Wichtzauber ablegen kann. Aber ich gehe jetzt auf jeden Fall mal ganz kurz trotzdem aus dem Tempel raus. Das ist gut, dass ich im Angriffsvorteil bin, weil dann kann ich relativ schnell und unkompliziert auch fliehen. Ja, das ist so ein gewisser Vorteil, diese ganze Geschichte. Ja, nochmal und tschüss. Gesehen und umgedreht und geflohen. Ja, vielleicht ein bisschen Feind, möglicherweise. So. Wir machen einmal eine Speicherung, bewusst bevor ich mich entwichte, weil ich weiß jetzt nämlich nicht, ob ich Wicht brauche oder nicht. So, bitte, nein. Einmal hier entwichten. So, jetzt sind wir wieder groß. Und wieder rein. Auf das der Drache wieder sehen möge. Oh, Nepto-Auge. Die Gruppe setzt das Auge an seinen angestammten Platz zurück.
Ich bin der Neptodrache, Hüter der Meere. Dafür, dass ihr mir mein fehlendes Auge zurückgebracht habt, möchte ich euch danken. Das Auge ist nicht bloß ein Juwel, es ist meine Seele. Ohne sie verliert meine physische Form die Kontrolle über sich selbst. Drum sollt ihr dies zum Danke haben. Ich überreiche euch den Zahn des Wassers. Mögen eure Feinde mit wogenden Kräften in Fort gespült werden. Den Zahn des Wassers vom Neptodrachen erhalten. Das nehme ich an. Wisset ihr jedoch, dass das Wasser sein Licht eingebüßt hat. Es ließ die Erde erzittern und zog das Licht des Wassers in finstere Tiefen. Es liegt an euch, dieses Licht zurückzuholen. Möge euch Glück beschieden sein, tapfere Krieger. Der Neptodrache verfällt in einen tiefen Schlummer. Okay. Gut, dann haben wir da jetzt doch beide Sachen bekommen, oder? Ja. Ja, sehr schön. Okay. Gut, dann würde ich aber sagen, werden wir jetzt unsere Berufe wieder umstellen. Cloud wird wieder zum Krieger. Yep. Und hier optimiert wieder alles ein. Was ist da los? Da hat nichts in den Armen zum Anziehen. Was ist da los? Okay. So, Jean-Luc wird wieder der Mönch. So, bitte wieder seine Nunchakus anlegen. Gut, und die anderen passen eh. Okay, gut, ja. So, dann würde ich sagen, haben wir gut gemacht, ne? Haben wir wieder mal die Welt gerettet. Wir speichern hier. Mal kurz zwischen. So, jetzt schauen wir mal, was die alle so sagen. Ja, und Action-Mucke. Ja, Mumm, das muss ich euch sagen. Ich weiß, danke. Junge, Junge, ihr seid echt stark. Helden, wie sie im Buche stehen. Also gut, ich stehe zu meinem Wort. Die Enterprise gehört euch. Das ist lieb. Ihr seid einfach unglaublich. Ihr seid einfach unglaublich. Das freut mich. Danke. So, was sagst du? Auch wenn das vielleicht so aussieht, das würde ich... Ja, der sagt das gleich wie vorhin. Was sagt denn der Opa? Vielen Dank, Jungspunde. Den Neptodrache brauchen wir vorerst nicht mehr zu fürchten. Ja. Hab ich doch gern gemacht. Genau, und da ist ja die Heilquelle. Die wollte ich eigentlich aufsuchen. So, achso, das heilt wieder nur die kampfunfähigen Gefährten. Und ich bin ja nicht unfähig und schon gar nicht kampfunfähig. Ja, hat mir schon mehrmals. So, was haben wir dann da noch? Ja, sagen die alle das Gleiche? Ja. Ah ja, ist auch aus dem Bett raus. Endlich kann man wieder guten Gewissens schlummern. Ja, das würde ich auch gern machen, aber offensichtlich lässt du mich da nicht. Brauche ich das eigentlich? Ich glaube nicht, ne? Doch, ich muss meine MP heilen. Bitte einmal MP heilen. Ich finde es immer noch etwas bezeichnend, dass ich mir die 40 Gil für die Übernachtung nicht leisten konnte. So. Wir sind tapfere Helden. Wir laufen raus auf die Weltkarte und werden das machen, was tapfere Helden machen, nämlich irgendwelche tollen Abenteuer. Aber wo? Wo machen wir tapfere, tolle Abenteuer? Ich weiß nicht. Wir könnten jetzt wieder zurück in alte Gefilde. Habe ich überhaupt irgendwo, fehlt mir irgendwo was? Okay, ich habe hier, in Kasus habe ich noch nicht alles gefunden. Da fehlen mir noch 4 Items. Das ist natürlich bitter. Warum habe ich in Kasus noch 4 Items, die mir fehlen? Passt mir ja gar nicht. Was war Kasus nochmal? Ich glaube, ich fahre nach Kasus damit. Natürlich, wir haben... Ach, wir sind immer noch auf Fliehen. Nee, komm, das machen wir jetzt nicht. So. Schön wieder die alte Kraft zu haben. Aber es war mal nett und das ist das Tolle an... Wow, das Boot ist so schnell, das kann man fast nicht steuern. Das ist das Tolle an diesem Final Fantasy, dass eben hier man die Berufe quasi immer... Oh, die sind stark. Die kann man immer wechseln, wann man will. Ja. Das ist recht praktisch. Kann man strategisch besser spielen. Und Jean-Luc ist fast tot. Das ist, ja, bezeichnend. Vielleicht sollten wir doch mal ein bisschen trainieren. Ich glaube, Potions wären auch ganz nicht blöd, wenn ich die mal wieder kaufen würde. So, ich gehe jetzt trotzdem kurz nochmal da zurück. Nach Kasus. Weil da fehlen mir noch Items. Oh nein, ein Hinterhalt. Oh, die machen voll viel Schaden. Wow. Wobei da die Frage ist, diese Items, wahrscheinlich bekomme ich die erst viel später, oder? Weiß nicht. Wobei 4 Items, das könnte wieder ein Bücherregal sein oder irgend sowas, dass ich da wahrscheinlich wieder voll die epische Rüstung bekommen hätte. So, Kasus. Oh
Moment, du bist Rüstung. Du bist Waffe. Oder sind es jetzt... Es sind schon Items und keine... Genau, 4 Items bekomme ich hier irgendwo noch. Magie? Brauche ich eigentlich auch nicht. Ah, oh, oh, oh. Stab. Ja, das ist natürlich doof. Zeus Zorn gefunden. Mithrilhelm gefunden. Jetzt haben wir alles, oder? Ne, eins geben wir sogar noch ab. Das ist ja doof. Warum habe ich das letztens nicht mitgenommen? Was ist Zeus Zorn? Blitzrau. Oh, das wäre jetzt in diesem einen Kampf praktisch gewesen. So, weißt du was? Jetzt schummle ich mal ein bisschen und schaue ich auf der Karte hier irgendwo. Nee, da gibt es sonst nichts. Vielleicht hier beim Lagerfeuer. Ein Lagerfeuer. Ja, das ist schön. Hat vielleicht hier irgendwo ein Abenteuer was liegen gelassen? Nee. Gott, warum habe ich das damals nicht gefunden? Das ist ja richtig peinlich. So, hier. Wahrscheinlich sonst auch nicht. Nur, dass wir unsere Gefährten wiederbeleben, die wir eh nicht wiederbeleben müssen. Da vielleicht irgendwas. Ach, der Itemladen, genau. Ich brauche bitte ein paar, also mal 3 Antidotes und komm, ich kaufe ein paar Potions, kaufe ich. Aber nicht so viel. 20 reichen auch. So, wahrscheinlich ist hier irgendwo was zu finden, oder? In einem Krug oder in einem Regal oder in einem Bild. Ah, oh ja, ja komm, nehmen wir schnell mit, wenn's schon da ist, ne? Gruppe ist ausgeruht, sehr schön. So, was ist mit dir eigentlich? Hurra, wir haben ein Schiff, jetzt können wir in die weite Welt hinaussegeln. Neue Häfen, neue Miets, habe ich das laut gesagt? Nö, hast du nicht. Ist alles gut, ich denke ja gleich, ne? Ne, da brauchen wir uns nicht ausruhen, so. Endlich habe ich meinen gesunden Tör wieder, ja, ja. Gehst du bitte aus dem Weg? Gehst du bitte aus... Hallo, bitte, geh bitte aus... Das ist... Heieiei. Vielleicht irgendwo auf dem Tisch? Nee. Wo ist dieses eine Item? Ich möchte auch ein Item hier finden. Vielleicht da? Liegt es da in den Bergen, bei den 7 Zwergen? Oder so? Nee. Es ist wohl in der Hütte drin. Also Beinbruch, Freunde! Sie ist leer. Das haben wir schon mal geholt, ne? Mir kommt das da so komisch vor. Kann man da... Ach, kann man in das Haus vielleicht von seitlich rein? Moment mal. Nee, auch nicht. Boah, ich hab keine Ahnung. Ich will dieses eine Item noch finden. Aber ich glaube, das wird nichts mehr, ne? Nee, ich glaube nicht. Muss ich irgendwann mal nochmal suchen. Aber nicht heute und nicht jetzt. Vielleicht hier? Ich laufe einfach rum und drücke. Boah, das ist so nervig, auch wenn da immer die Bubble von unserem Gefährten kommt. Da denke ich mir immer, oh, ich habe was gefunden. Geh mir aus dem Weg! So, wenn ich da ganz vorsichtig... Nee, da gehe ich natürlich nach draußen. Na, okay, gut, dann... Holen wir uns doch die neuen Miezen in den neuen Häfen, wie der Freund gesagt hat. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Wir könnten zum westlichen Kontinent. Da unten ist ein Dorf. Was ist denn das? Einsiedlerkrebse. Ja, gut, komm. Einsiedlerkrebse. Einsiedlerkrebse, die hauen wir tot. Warum auch nicht? Wir können's ja. Was ist denn da jetzt eigentlich gerade passiert? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Während ich singe, stirbt Spock einfach. Der aufgrund meines Gesangs gestorben. Jetzt muss ich leider nochmal da runter. Es hilft alles nichts. Es hilft dir alles nichts. Jetzt muss ich mich doch nochmal heilen. So. Bitte einmal heilen, danke. Ja. Kampfunfähige Gefährten wiederbelebt. Ich möchte doch nur das eine Item noch finden. Oder habe ich vielleicht eh schon gefunden und ich habe es nur wieder mal nicht gecheckt? Nee, 4 von 5.
So. Oh, ach, oh. Was haben wir denn jetzt? Aha, oh. Okay, jetzt haben wir es gefunden. Aber das ist ja fies versteckt. Na gut, dass wir da versehentlich nochmal rein mussten. Sonst werden wir bei der oben mal kurz übernachten. Bitte einmal übernachten. Einmal übernachten, danke. Oh nein, jetzt steht die mir wieder den ganzen Weg im Weg. Nein, bitte nicht. Hau ab! Danke, Gott sei Dank hat die KI wollte ich fast sagen. Glaube ich aber nicht, dass das KI ist. So. Und dann zurück zum Bötchen. Hoffentlich diesmal erfolgreich. Was ist denn jetzt los? Wieder noch. Ein Hinterhalt. Das auch noch. Mit diesen fiesen Einerangriffe, weißt du? So, okay. Gut, ja, aber liebe Leute, das soll's für heute gewesen sein. Wir speichern kurz ab und danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.